Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Texit. Wir haben in der letzten Folge versucht, den Strom herauszufinden und ich habe mittlerweile die Lösung. Wir brauchen den FE, brauchen wir als Consumer. Und wir brauchen einen, warte mal, das ist ja jetzt hier von Energy Converters. Energy. Wir brauchen den FE, nee. V. Wo ist er denn? Den MJ. Wieder den Goldbahn, holzernes Transportpipe, Sterling Generator haben wir hier, ein eisernes Zahnrad. Sollten wir auch hinkriegen und Chisels, Stone halt, ne? Relativ simpel. Das Problem ist, wir brauchen auch das Teil hier. Alles okay, bis auf das. Oder wir müssen jetzt irgendwie uns ein Ender-Auge besorgen. Wir können ja mal gucken, kann man das produzieren? In dem Mod? Oh. Okay, also wird es mit der schnellen Stromwechseleinheit nicht so schnell gehen. Bedeutet, wir müssen auch erst in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber okay. So wird es einem auch nicht so einfach gemacht, dass man unbedingt immer Energie wechseln kann. Das ist vielleicht auch gar nicht doof. Wie können wir denn sonst jetzt noch gut. Also Energie haben wir ja schon mal. Das ist ja schon mal wenigstens ein Anfang. Die aber auch langsam immer weniger wird, weil wir tun nur mal ein bisschen aufpumpen. Hier das Ganze. So, jetzt ist die nicht voll. Das verbraucht doch nur so viel, wie wir brauchen. Ich glaube, wir sollten uns mal im Kampf ein bisschen üben. Und uns vielleicht auch ein bisschen auf. Was ist denn da los? Heilige Scheiße, warum blinkt der Creeper? Warum ich vorwärts jumpen? Nicht am Haus, nicht am Haus. Was ist das? Was mache ich da? Was mache ich da? Okay. Da sind andere Kräfte am Werk. Wir sollten uns vielleicht um mal erstens ein Bett kümmern. Und warte mal, Wolle, 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 Wolle. Interessiert mich, kann ich Wolle auch noch anders herstellen? Weil ich habe bis jetzt noch kein Schaf gesehen, glaube ich. Jetzt hier mal weiße Steinwolle. Aber wenn ich jetzt einfach auf weiße Wolle gehe. Aus Kotten, aus Baumwolle könnte ich das geben. Oder gewebte Baumwolle. Bedeutet, ich brauche ganz viel Kotten. Habe ich Kotten? Ich habe die böse Vermutung nicht. Ich habe nichts. Aber wir könnten ja mal im Keller arbeiten. Das Problem ist, ich habe echt nichts zu essen. Und ich brauche aber was zu essen. Habe ich echt nichts mehr zum Essen? Na dann, Niente. Molly. Ich hätte noch ein paar liebliche Pflänzle, aber wir sind so dezent out of food. Ja, cool, das kann ich auch nicht verwenden. Scheiße. Hey, irgendwie leckt es gerade heute. Also ich weiß ja auch nicht, was heute los ist. Aber es leckt gerade ein bisschen. Da ist noch ein bisschen Kohle drin. Tun wir hier rein. Wir können ja eh alles jetzt dort bauen. Haben wir hier noch was drin? Ja, wir haben. Tun wir nochmal hier schnell. Ja, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Aber ich wüsste auch nicht, wie es laufen sollte. Wir könnten doch noch ein paar. Also hier hätten wir so einen Sterling Generator zum Beispiel. Holzpipe haben wir auch noch. Warum haben wir denn zwei von den Drecksteilen gemacht? Also könnte man den rein theoretisch auch jetzt schon bauen, ne? Wir brauchen nur ein bisschen gebranntes Stone. Wie ganz nett als Kellervorbereitung. Wir hauen das mal in unseren Ofen rein. Was ist das denn? Alloy Smelter und das ist Simple Powered Furnace. Okay. Aber dann tun wir schon mal alles vorbereitet und dann müssen wir halt nur noch diese blöde Enderperle herstellen, ne? Das sollte ja funktionieren irgendwie.
Irgendwie, irgendwann, da, 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 da. Kotten, kann aus Baumwolle gepalmt, Harvest Draft. Bedeutet, wir dürfen morgen ganz viel gucken und ja. Knochen? 5 Stück. Kann ich rein theoretisch Knochen durch den Grinder durchhauen und kriegt was raus? Alles wird später rein. Also interessiert mich gerade. Funktioniert das? Und ich krieg dann mehr vielleicht raus? Weil es ja natürlich dann morgen praktisch, wenn wir dann sozusagen das schnell anbauen können. Weil Fleisch können wir uns auch durch Tiere besorgen, rein theoretisch. Jo, funktioniert. Wie viel hatten wir? 4. Vielleicht wir sollten 8 gleich rauskriegen? Oder wie viel kriegt man normalerweise raus? Ich hab's wieder vergessen. Oh. Bin so slow. Aber auf jeden Fall funktioniert das sonst sehr, sehr einfach eigentlich. Also, ich habe das jetzt mal probiert mit dem im Creative-Modus und habe halt so einen Strom da gemacht. Funktioniert super. Also dann geht auch die Maschine extrem flott. Aber natürlich, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir so weit kommen, ne? Oha! Das lohnt sich voll. Holy shit. Das Problem ist halt, es ist immer noch finstere Nacht. Da haben wir schon mal genug Stein. Dann brauchen wir eine hölzerne Pipe. Einen Sterling-Generator. Und dann war irgendwas noch mit Eisen, ne? Waren so Eisenzahnrädchen braucht man oder so. Ging das nicht irgendwie so? Schauen wir mal. Energy. Wo war denn der jetzt? Das war der hier, ne? Der MJ. Genau. Und Goldband bräuchten wir auch noch. Also dafür braucht man jetzt einen Stone. Ne, wir brauchen gar keins. So schaut's aus. Ha. Und wir brauchen ein Goldbarren. Den habe ich natürlich nicht angewendet. Aber davon haben wir mittlerweile ja was. Juhu! Zwar nicht so viel auf Lager, aber wir haben etwas auf Lager. Und jetzt würde ich gerne einbauen. Yes! Der Produce nehme ich dann auch. Hoch! Das war jetzt nicht so ganz der Plan, aber okay. Ja, wir tun den hier dazu und dann fehlt uns dann nur noch die Bridge. Es ist Tag. Warum haben. Okay, jetzt müssen wir schauen. Moment mal. Nein, böse. Aus. Geh schlafen. Das ist die Frage. Oh, ganz viel. Oh, das war gut. Wir müssen echt schauen, dass wir vielleicht das Zeug jetzt spontan vielleicht bekommen. Aber wirklich gutes Essen ist es jetzt auch nicht, wenn man es so sieht. Ich soll vielleicht mein Inventar mal lernen, ne? Bevor ich jetzt auf große Wanderschaft gehe. Beziehungsweise auf der Suche des großen. Alter, hat das ein Schild? Ein bisschen was zu essen haben wir schon mal. Warte mal, jetzt müssen wir da die restlichen Rohstoffe reinschmeißen. Sand haben wir auch in Tonnen. Oh, geil. Essen. Ganz viel Essen. Da passt die Nacke, eine Artischocke. Uhuhu. Ich habe sogar noch ein Steak mit. Sag mir das doch jemand. Bringt sich fast gar nichts, aber immerhin etwas. Und Weizen hätten wir jetzt auch schon ein paar Samen. Also, den Anfang ist schon mal gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch mehr. Und vielleicht finden wir auch ein bisschen Barley. Willst du mich verarschen? Das Viech hat. Nee. Nicht jetzt. Das Problem ist ja, ich kann ja nicht mehr mich wirklich bewegen. Oh, warte mal, habe ich gerade. Yes, Baumwolle. Baumwollsamen.
Ich würde das dann in den Keller eigentlich packen gerne. Wo wir das Ganze anpflanzen, weil... Wenn wir das in den Keller anpflanzen, dann können wir auch nachts notfalls jetzt schon ein bisschen... Vor allem Baumwolle am Anfang. Später ist es ja wurscht, wenn wir... Ich kann nicht mal hier rüberspringen, weil ich nicht weiß, ob ich es überleben werde. Aber wir haben schon mal einen Baumwollsamen. Das ist schon mal das Gute. Gehen wir mal darüber schnell. Da waren wir eigentlich noch nie wirklich. Irgendwie sind aber auch die ganzen Tiere weg, ne? Oh, da ist ein Lavasee. Guck mal an. Da können wir zum Beispiel nachher ein bisschen Obsidian farmen. Tagsüber halt, ne? Um dann in die Hölle zu kommen. Hölle, Hölle, Hölle. Das bringt sich dieses grazile Kraut. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Guck mal, da hätten wir auch Öl. Was ist denn komisches? Da ist ein Schiff. Da hätten wir eine Ölquelle. Die könnte man notfalls anzapfen. Was mich jetzt eher gerade interessiert ist, was zur Hölle ist das da vorne? Und auch wenn wir jetzt eigentlich auf Essenssuche sind. Das ist ein Portal. Ist das schlau, wenn ich da durchgehe? Alter, jetzt leckt's wegen dem Dreck, oder was? Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen soll. Ich verirre mich noch am Ende. Nee. Das lassen wir mal für eine spätere Folge offen. Ah, das ist die Cherrybombe. Was ist das denn? Ein Sugaru-Kaktus. Hauen wir doch mal ab. Kann man den essen? Ich weiß absolut nicht, was der sich bringt. Grows like a tree, gives fruit after rain. Oh. Rainstorm, okay. Dann schauen wir mal vorne noch auf die Wiese, ob wir da vielleicht was finden. Weil irgendwie bräuchten wir dezent was zu essen. Essen wäre doch jetzt nicht gar nicht so schlecht. Was ist denn hier passiert? Puh. Also irgendwie die Welt ist ganz schön im Arsch. Aber keine Sorge, wir werden alles einfach zubauen. Da gibt es wieder so ein Baumfeld. Oh, da ist wieder so eine Packung. An Früchten. Und auch wieder eine... Ja, ist... Raspberry Bush. So eine Packung ist. Ich will jetzt eigentlich nur die abbauen und schauen, dass ich so viel wie möglich erhalte. Weil da scheint genug Vorrat für die nächsten paar Jahre drin zu sein immer. Und das sind Schweine, also unser schneller Nahrungsvorrat. Obwohl, da können wir auch gucken, was wir damit machen können eigentlich, ne? Und eigentlich dürften wir sie, glaube ich, nicht töten. Vielleicht lassen wir sie für das Erste und schauen, dass wir dann eine Zucht aufmachen. Also erstmal das Wichtigste, dass wir die Nacht über schlafen können. Das wäre jetzt vielleicht nach der keine Ahnung wie vielten Folge eventuell mal lohnenswert. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile schon an Baumwollsamen? Einen nicht mal. Samen haben wir, also insgesamt haben wir zwei. Einen in Samenform und einen in frischer Form. Brauchen tun wir viel, viel mehr. Ja, das mal. Warum hängt es heute? Ich weiß nicht, was heute los ist. Geht mich an böse Sachen hindern oder hat das Spiel einen evil Plan? Aber sonst hilft es ja nie. Oder haben sie wieder was an meinem Aufnahmeprogramm? Oh, da war unser Loch. An unserem Aufnahmeprogramm verändert, an dem Aufnahmeprogramm verändert, so dass es wieder anfängt mit Performance
sind. Ich weiß es ja nicht. So. Es muss es doch mehr geben als nur das bisschen hier, oder? So, das nehmen wir jetzt als Notvorrat mit. Weil da kriegst du Samen mit raus. Und die kann. Oh, ich bin voll. Nein, ich will das doch nicht. So. Ich will eigentlich noch mal einen Barley-Busch. Da ist ja noch einer. Ich habe wahrscheinlich mittlerweile alles von diesem Buschart aufgesammelt. Bedeutet, er nimmt so oder so alles auf. Alter, jetzt leck ich leck schon wieder. Das macht mich doch traurig. Artischocken haben wir viel. Mais haben wir einiges. Raspberry. Gurken haben wir auch einige. Das ist doch schon mal etwas. Schauen wir mal auf der grünen Wiese, ob da was ist, und dann gehen wir über den Wald zurück, würde ich sagen. Das ist gleich jetzt gerade die sinnvollste Sache, weil ich bin eh schon wieder low on food. Alter! Das riecht mich gerade auf, ich sag's nicht. Weil ich dachte, das ist elektrisch blieben. So, einmal essen. Hau die jetzt rein, das ist halt auch nicht so welfare, ne? Aber Leute, ich würde sagen, oh, hier ist Obsidian. Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!